Ja, hallo meine Freunde. Heute soll es darum gehen, wie man eine Vorlage für diesen Weihnachtsstern herstellt. Wie der ein oder andere weiß, gebe ich ja durchaus mal die ein oder andere Vorlage gratis gerne weg. Aber bei solchen komplizierten Vorlagen, die sehr aufwendig sind, mache ich das ungern. Und mir geht es jetzt darum, euch ein dahingehend zu befähigen, solche Vorlagen selber herzustellen. Wie ich das mache und wie aufwendig das ist, das seht ihr in diesem Video. Und am Ende des Videos kann es durchaus sein, dass ich vielleicht ein kleines Gewinnspiel mache, wo 10 Leute vielleicht sich bewerben können, um diese Vorlage dann auch so zu bekommen. Aber nun erstmal dazu, wie stellt man so eine Vorlage her? Am PC schaffe ich mir mit dem Programm PaintNet einen Stern. Diesen verdopple ich und lege sie übereinander. Den einen ein bisschen größer, der andere wird ein bisschen kleiner, um sozusagen eine doppelte Linie zu schaffen. Mit ein bisschen Geschick kriegt ihr das hin. Dann wird mit einem Radiergummi die zweite Linie wieder sichtbar gemacht. So, dass eine schöne Grundform für mein Projekt entsteht. Diese kopiere ich mir und packe sie mir in ein Office-Programm. Ob ihr Word oder so wie hier, so ein normales Office-Programm, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass meistens bei den Office-Programmen man ganz genau die Größe einstellen kann. Und diese Größe schaffe ich mir möglichst präzise in einer viereckigen Form, hier in dem Fall. Dann drucke ich mir das Ganze aus in mehreren Blättern, um jetzt meine Skizzen dort zu machen, in dieser Größe. Ja, das sind jetzt keine so extrem komplizierten Skizzen. Das ist ein Haus. Das kann man natürlich auch einfacher gestalten. Ich skizziere hier mal schon die Linien, die ich noch später reinarbeiten will. Aber erstmal ist das Ganze nur grob. Das Ganze, um das später gut einscannen zu können, ziehe ich die Linien möglichst nochmal nach. Und man kann hier mal so erkennen, da kann man so ein bisschen durchscheinen lassen, wo so die einzelnen Objekte in diesen Bildern sind, um dann die nächste Ebene von diesem Projekt zu machen. Ich werde hier wieder mit ganz vielen Ebenen arbeiten und so, dass ich mir auf verschiedenen Ebenen die verschiedenen Skizzen schaffe. So, und so entsteht eine Skizze nach der nächsten, die verschiedenen Ebenen. Ja, hier noch die letzte Ebene, die vorletzte Ebene ist dann so mit einem Sternenhimmel. Das habe ich natürlich auch am PC gemacht. Das hätte sich jetzt mit der Hand nicht so toll gemacht. Die Frontpartie von dem Ganzen mache ich mir hier noch mit dem Lineal. Da soll ein bisschen mehr Rand entstehen, damit ich die Lichterkette dahinter verbauen könnte. Hier mir dann auch manchmal, was dann weg muss. Ja, und hier schaffe ich mir jetzt eine Mittellinie bei dem Ganzen. Bei jedem skizziere ich mir eine Mittellinie, die ich dann nach dem Einscannen sozusagen auf dem PC auch sichtbar habe. Nun scanne ich mir meine ganzen Skizzen ein. Ich verlinke euch mal unter der Videobeschreibung meinen Multifunktionsdrucker, den ich dafür benutze. Der kann drucken, scannen und so weiter.
Wenn ich das Ganze dann auf dem PC habe, dann kopiere ich mir meine Skizzen und lege sie mir auf dem Programm PaintNet ab. Weil hier kann ich jetzt wieder genau zuschneiden die Größe von meiner Skizze, um sozusagen hier genau quadratisch diese Skizze zu haben. Ich schaffe mir noch den Untergrund, die Leinwandgröße genau auf die Größe, die ich jetzt eben sozusagen ermittelt habe, um dann nur diesen Stern hier auf diesem Bild zu haben. Da kann ich ihn auch noch ein bisschen einrücken, ein bisschen gerade ziehen, weil beim Scannen ist es ja nicht hundertprozentig gerade manchmal so ein Stern hier auf dem Bild. Deswegen. So, und dann wird die Hälfte, genau bis zu meiner skizzierten Linie, wird die Hälfte von dem Ganzen rausgeschnitten. Wieder rein in ein Office-Programm, um dann genau festzulegen, wie groß soll denn jetzt der Stern wirklich werden. Mit dieser halben Technik kann ich sozusagen über die DIN A4 Größe hinweggehen. Ja, dann lege ich mir genau die Maße fest, die ich dafür benutzen will und mache meine Teile auf diese Seiten, die ich mir dann abspeichere, natürlich mit verschiedenen Namen und Nummern, damit ich sie später ausdrucken kann und auseinanderhalten kann. Ja, dann wird die ganze Vorlage ausgeschnitten. Das kennen ja jetzt schon der ein oder andere. Die Vorlagen werden ausgeschnitten und um sie dann zusammenzufügen, man sieht das ja, auf ein normales DIN A4 Blatt würde das nicht in dieser Größe passen und deswegen diese Lösung, eine Vorlage mit zwei Blättern. Nun geht es nur noch darum, dass die Vorbereitung abgeschlossen wird, indem ich die Vorlagen aufs Holz bringe. Dafür benutze ich wieder mein Papierklebeband, dann meinen Prittstift, um es einfach auf dieses Fläche aufzutragen, aufzubringen. Ja, dann werden die Vorlagen sozusagen zusammengefügt und aufgeklebt. Da ich ja wieder mehrere Projekte zur selben Zeit mache, arbeite ich natürlich wieder hier im Stapelschnitt und dementsprechend muss natürlich dieser ganze Stapel dann zusammengebracht werden und dafür benutze ich wieder mein durchsichtiges Klebeband. Ja, und wenn das passiert ist, dann ist die Vorbereitung eigentlich abgeschlossen. Aufgrund der gestiegenen Preise bei dem Sperrholz habe ich das Frontteil aus 3 mm Birkensperrholz und die anderen mittleren Teile aus 4 mm Pappelsperrholz. Ja, das ist schon ganz schön teurer geworden, das Ganze, und deswegen muss auch ich ein bisschen überlegen, wie ich mir das so preiswert wie möglich, aber trotzdem so stabil wie möglich schaffe. Ich benutze ja sonst normalerweise das 3 mm Birkensperrholz. Ja, und die Zwischenhalter, die mache ich wieder aus 8 mm Pappelsperrholz. Damit ist die Vorbereitung abgeschlossen. Ja, meine Freunde, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren dazu, wie man so eine Vorlage herstellt, wie aufwendig auch so eine Vorlage sein kann für solch etwas komplizierteren Projekte. So, und wer trotzdem Interesse daran hat, an dem Gewinnspiel, um 10 dieser Vorlagen teilzunehmen, der schreibt mir einfach unten in die Kommentare, dass er Interesse hat an so einer Vorlage. Ich ziehe die Gewinner am 20. Oktober. Bis dahin habt ihr sozusagen die Möglichkeit, euch dran zu beteiligen an dem Ganzen. Und beim nächsten Video, dem Herstellungsvideo von diesem Weihnachtsstern, gebe ich die Gewinner bekannt. Und wem es besonders viel Spaß gemacht hat, mir bei solchen Sachen über die Schulter zu schauen, der kann mich natürlich auch gerne abonnieren. Dann verpasst ihr auch nichts Neues auf meinem Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich wieder alles, alles Gute. Euer Andi aus der Holzkiste.
Tschö, tschö.